Hallo und herzlich willkommen zu meinem 5. Let's Play Bus Simulator 2012. Wir befinden uns jetzt gerade nochmal im Busdepot und wie gesagt, ich bin jetzt noch erste Einsteiger. Heute haben wir Sonntag, der 30. November, also Ende November bzw. morgen ist der 1. Dezember. 7.48 Uhr haben wir jetzt, wie gesagt. So, das machen wir jetzt mal. So, und dann könnten wir mal sofort in dem Bus direkt marschieren. So, wir fahren wieder mit einem Gelenkbus. Und dann könnte ich mir mal einen schönen Repaint aussuchen. Das hatten wir letztens schon im Kernmaschinen-Simulator Elfenpaint, hatten wir letztens so. Dive to the Titanic hatten wir schon. SWF Blau. Bus and Cable Car. Astragon. Und fahren wir heute mit dem Astragon Repaint. So. Sollte doch eigentlich hier draufstehen in Astragon Repaint. Wenn dann steht das nicht. Ne, das ist mir ein bisschen zu komisch. Dann nehmen wir den anderen Paint, fahren mit einem TML Studios. Dann nehmen wir SWF Blau. So, dann marschieren wir den Bus rein. Marschieren sofort in dem Cockpit. P. E. So, warte, ich muss noch gucken. Das nehmen wir noch tatsächlich auf. So. Enter drücken. Suchen wir erstmal ein Fahrer dafür aus. Dann machen wir mal das. Dann probieren wir das mal aus. So, Enter drücken, Kassenkamera. So, Fahrernummer wollte ich 9435. Sicherheitscode 3490. So, jetzt nehme ich mir erstmal einen Fahrplan. Breche ich erstmal ab. Wir fahren jetzt die Linie N42 von Hallischer Ring nach Werbeviertel Hohenberger Straße. Also wie gesagt, die Linie N42. So, das hat man gesagt, N42 fahre ich. Und wählen wir das mal aus. So, Dienstnummer ist 412, dann schaue ich nochmal. 145. Und dann geben wir ein 412. 412. Wir sind die N42 Richtung 1. So, bitte warten. So, wieder zurück ins Cockpit. P-Initialisierung für Stufe 2. Bitte warten. Und dann P, den Motor starten. So, können wir die Tür jetzt zumachen. So, wir machen auch wieder das Video mit dem Kopf am PC. So, und dann wollte ich noch... Entschuldigung. Muss das auf Drive stellen und dann die Feststellbremse lösen. So,
Und dann sollte ich noch mal kurz aus dem Bus aussteigen. Weil das hatte ich doch nicht gemacht. So, ich sollte mal aus dem Bus raus. Und dann mach ich noch schnell die Tür zu. So. Jetzt sind wir bereit. So, hoffentlich sieht man mich auf der Kamera. Bin gespannt. So, dann geht's jetzt los, die Fahrt. So, können wir die Fenster öffnen. Bisschen frische Luft schnappen mit. So, und dann geht das Ganze wohl links rum. So, in der nächsten Folge, beziehungsweise die sechste Folge dazu, machen wir wieder das normale Video, beziehungsweise ohne Kopf an PC. Und in der siebten Folge machen wir wieder das Video mit Kopf am PC in der siebten Folge. Also ihr habt es verstanden, beim nächsten Mal machen wir das Video ohne Kopf an PC. Und in der übernächsten Folge, beziehungsweise den siebten Folge, machen wir das Video wieder mit Kopf an PC. So. Dann sollte ich vielleicht das Ganze noch einschalten, den Lichtschalter. Weil es wird jetzt langsam dunkel. So könnte ich mir mal noch ein Stückchen Keks essen. Oh, ich will mal ein Stückchen Keks. Schmeckt auch so fantastisch, diese Plätzchen. Schmeckt so lecker. Wir müssen jetzt aufpassen. So wie die echten Busfahrer das machen. Wir kommen jetzt gerade ein Kollege, den Hut steckst mal zu. Ich muss auch konzentriert bleiben während dem Essen. Weil wenn ich immer nur so essen muss und weil das will ich nicht. Also das solltet ihr bitte nicht zu Hause nachmachen, Leute. Also Leute, bitte, wie gesagt, das Ganze zu Hause nicht nachmachen. Wenn ich am Essen bin. Oh, wir müssen rechts abbiegen. Müssen rechts abbiegen jetzt. Jetzt rechts rum. Die ganze Badewanne ist dreckig. So, anhalten. Anhalten! Mach dir mal die Badewanne. Ja, oh Gott, scheiße! Ja, sorry, ich hab jetzt gerade einen Unfall. Ich hätte auch wohl am besten hier die Haltestellebremse reinmachen müssen, sorry. Doch das Entweisen der Autoscheiben ist nur die eine Seite. Der Auto wird durch viel Standheizung auch... Du wirst bald jetzt... Eine Standheizung ist ganz klar ein Komfortmerkmal. Warmes Auto, eisfreie Scheiben, alles schön wasserfrei. Aber wie ist das Tolle daran? Der vorgenannte Motor. Der größte Verschleiß eines Motors liegt im Kaltstart. Zurück in die Klimakammer. Beide Fahrzeuge sind stark und gleichmäßig verheizt. Zunächst werden noch die Abgasschläuche verlegt. Doch dann ist es soweit. Schafft ihn eure Heizung in 10 Minuten, wofür die Heizung eine halbe Stunde braucht. Und dann
sollte ich gleich vielleicht noch einen Part machen. Weil die Linie ist, glaube ich, etwas lang. Weil die bin ich auch noch gefahren. Allerdings dann doch nicht ganz so schnell wie vorher. Das muss man auch in Alter machen. Den Unterschied zwischen beiden Systemen besser zu erkennen. So, dann sollte ich Spaß machen vielleicht.